4 Niederlagen in Serie inklusive der Derby-Schlappe in Schwenningen. Coach Peter Obreser weiß, dass als Wiedergutmachung jetzt nur ein Dreier zählt. Freiburg gegen München, Duelle, bei denen in dieser Saison allerdings zweimal die Bayern als Sieger vom Eis gingen. Gleich zwei Serien also, die unbedingt reißen sollten. Es läuft die zweite Minute. Freiburg in Rot mit Neville Rautert und der frühen Führung für die Wölfe. Neville Rautert, von den Fans erst zum Spieler des Monats Dezember gewählt worden, sorgt für einen Start nach Maß. Doch gerade mal 30 Sekunden nach dem 1:0 Freiburgs Hintermannschaft im Tiefschlaf. Münchens Attenberger auf und davon, scheitert aber an Wölfe Schlussmann Prossard. Gästecoach Prio, der sich zuletzt negativ über das Benehmen von Freiburgs Aaron Fox geäußert hatte, wird sich über die folgende Szene sicher doppelt geärgert haben. Aaron Fox mit der 2:0-Führung für die Hausherren. Und Treffer Nummer 18 für Freiburgs besten Schützen. 12 Minuten sind da gespielt. Und weiter geht's in Richtung Gästetor. Tim Smith fordert die Scheibe, bekommt sie von Rautert, nimmt Maß und trifft. Tim Smith erzielt mit freundlicher Mithilfe von Gästekeeper Wild das 3:0 eine Minute vor der Drittelpause. Jetzt nur nicht leichtsinnig werden. Konzentrationsschwächen werden gerne bestraft, das weiß auch der Mann in Schwarz. Sekunden vor der Schlusssirene, Freiburg in Unterzahl. München kaltschnäuzig, 3:1 unglücklich vor der Pause. Dan Carlson erzielt den Treffer für den Tabellenelften. Peter Obreser kann dennoch zufrieden sein, die Pleite in Schwenningen scheint sein Team gut verdaut zu haben. Das zweite Drittel, die Wölfe in Überzahl, Markus Schröder. In aller Ruhe bringt er sich in Position, ein beherzter Schuss und schon wieder zappelt die Scheibe im Netz. Das 4:1 für Freiburg nach 25 Minuten. Keeper Wild ist da die Sicht etwas versperrt, die Wölfe bauen die Führung wieder aus. Und noch immer ist der Torhunger der Gastgeber nicht gestillt. Die jungen Bartosch und Schmerder erkämpfen sich die Scheibe. Dann kommt Ryan Smith und setzt noch einen drauf. 5:1 für Freiburg nach 26 Minuten. Und auch hier hinterlässt der Münchner Schlussmann alles andere als einen guten Eindruck. Das war genug. Leonhard Wild verlässt entnervt das Eis. Für ihn nun Jochen Vollmer zwischen den Pfosten. Das Schlussdrittel. Coach Obreser sauer über unnötige Strafzeiten für sein Team. Zweimal spielen die Gäste mit 5-3. Konsequenzen hat das nach 46 Minuten. Mike Berman trifft zum 5:2 für München. Die Bayern bemüht, aber zu harmlos. Die Schwächen in der Verteidigung nutzt Freiburg nach 52 Minuten zur endgültigen Entscheidung. Der 20-jährige Sebastian Weixler setzt nach und trifft zum 6:2 für die Roten. Das Spiel gelaufen, den Schlusspunkt aber setzen die Weiß-Blauen. Freiburgs Brossard mit einem unnötigen und unentschlossenen Ausflug leitet das 6:3 durch Berman ein. Sei es drum, Freiburg siegt und holt wichtige 3 Punkte. Ja, war okay. Jeder hat sich bemüht. Ich habe nur ein Problem mit dem letzten Drittel. Da waren wir einfach die ersten 5 Minuten, haben wir einen Gegner ins Spiel kommen lassen, haben nur in unserem Drittel gespielt und das kann in die Hose gehen. Die Wiedergutmachung für zuletzt 4 Pleiten in Folge ist gelungen. Die Mannschaft hat mit dem 6:3 wieder Selbstvertrauen getankt. Hoffentlich genug, um auch am Freitag bestehen zu können. Dann nämlich sind die Eisbären aus Regensburg zu Gast.